Hallöchen ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit meinem Ehemann. Hallo. Es ist Monday Nachmittag und ich bin von der Arbeit gekommen jetzt gerade. Und dieser Herr hier sagt, bleib so schick wie du gerade bist. Es gibt eine Überraschung. Und ich laufe rum wie ein Penner. Und ich weiß nicht, was passiert. Und jetzt muss ich aber noch wie lange warten? Ungefähr eine Stunde. Eine Stunde? Mhm. Und mal gucken, was dann passiert. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir einfach nur essen gehen. Mhm. Ich habe nämlich Hunger. Aber ich bin auch offen für alles andere. Ja. Okay, wenn ihr Bock habt, uns zu begleiten, dann bleibt gern dran. So, Leute, in der Zeit, wo ich jetzt hier noch warte, nehme ich euch mal kurz mit in die Küche, denn ich habe hier Äpfel stehen. Und zwar hat mir die ein Freund zur Hochzeit geschenkt, beziehungsweise uns. Die sind jetzt wirklich schon sehr, sehr, sehr reif, aber der Fokus hier auch funktionieren würde, aber sie funktionieren noch, also sind noch auf jeden Fall essbar. Und ich wollte daraus sehr gerne einen Apfelmus machen. Ich habe mir jetzt im Thermomix schon mal die ein oder anderen Rezepte rausgesucht. Der ist über. Der kommt dann mal weg. Habe mir die ein oder anderen Rezepte rausgesucht und werde ja, da dann wahrscheinlich morgen mal Apfelmus draus machen und mal gucken, wie das funktioniert. Für das Ergebnis folgt mir auf jeden Fall sehr gerne auf Instagram. Dort werde ich dann nämlich posten, wie das gelaufen ist mit der Apfelmus-Geschichte. Ich meine, man braucht für das Rezept tatsächlich nur Zitrone und noch irgendwas anderes. Und demnach geht das super schnell und der Thermomix meint eigentlich den Rest. Ich habe auch noch ausreichend Einkochgläser hier, wobei ich glaube, ich das gar nicht einkochen muss, wenn ich mich nicht irre, sondern das reicht, wenn ja, die heiß abgefüllt werden aufgrund des Zuckers da drin. Und dann muss ich das, glaube ich, gar nicht einkochen. Wobei Apfelmus bei uns halt auch nicht super lange hält, sondern relativ schnell weg ist. Vielleicht stelle ich den dann noch so einfach in den Kühlschrank. Mal gucken. Übrigens brauche ich mal ganz dringend euren Rat bezüglich meiner Pilea. Sowohl die als auch die im Wohnzimmer, ich zeige es euch mal gleich, ist super gelb geworden und ich weiß nicht warum. Ich habe die ja jetzt schon anderthalb Jahre, letzten Winter oder Herbst ist es nicht passiert. Ich habe den Standort nicht verändert, ich habe das Gießverhalten nicht verändert. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ist das hier zu wenig Licht oder ist es zu viel Licht? Das ist jetzt hier unser Küchenfenster und hier ist die Sonne so ab nachmittags, abends geht die da so rum und eigentlich hat sie das bisher immer nie gestört. Die hier am Südfenster auf der Wohnzimmer Fensterbank hier, der geht es ganz minimal besser, da habe ich jetzt die ganzen gelben Blätter schon entfernt. Die ist nicht ganz so schlimm dran, aber gut, sieht sie halt auch nicht aus, also wie ihr seht. Der Stamm ist hier fast ja, leer, weil alles abgefallen ist. Ich weiß es nicht, was damit im Moment los ist. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da wisst, woran das liegen könnte. Und dann habe ich hier jetzt auch den Rest der Melanochysum stehen. Der ganze restliche Strunk hier war total trocken und die ganzen Blätter sind alle abgefallen. Demnach habe ich die jetzt einfach abgeschnitten und in ein Glas gestellt hier. Da sind jetzt neue Wurzeln gekommen und die werde ich dann bei Zeiten einfach neu einpflanzen. Und das tat ihr, glaube ich, ganz gut. Dann habe ich diese Monstera relativ neu geschenkt bekommen. Die hat zwar auch die ein oder anderen braunen Stellen, aber sieht soweit erstmal hier ganz glücklich aus. Und ansonsten, ja, haben wir hier ein wunderschönes neues Blatt. Und das war es eigentlich an News hier auf der Seite. Da habe ich hier einmal diese Monstera ein bisschen hochgebunden. Und ansonsten geht es der Frydeck auch eigentlich hier unverändert gut. Der Dragon Scale geht es eigentlich auch unverändert gut. Der Polly auch. Also da ist soweit alles supi. Hallo. Ja. Mein Mann ist ganz schick. Ja. Mit Hemd. Seltenheit. Und ich weiß immer noch nicht, was wir machen.
Tja, ich weiß es auch nicht. Du sagst auch nichts, ne? Natürlich nicht. Mhm. Muss ich was essen vorher? Nein. Okay. Gut, ich bleib so. Ich hab das an. So ein Kleid. Mhm. Ja. Okay, ich werde jetzt noch was trinken. Dann müssen wir dann los, oder wann? Ja. Okay. Langsam los, ja. Gut. Ansonsten gibt es heute jetzt gerade gar nicht mehr so viel zu erzählen, ne? Ach so, doch. Doch. Halte bitte die Kamera. Ich muss unbedingt meine neuen Postkarten zeigen. Ich bin viel zu dunkel gerade hier. Was machst du? So, okay. Also, die meisten... Wahrscheinlich, also ich weiß gar nicht, wie viele es wissen, aber vielleicht wissen es einige, dass wir ja parallel auf Comic-Cons ausstellen und so weiter und ich zeichne. Und wir waren zuletzt 2019 auf der letzten Messe. Und viel zu lang her. Viel zu lang her. Ich habe einfach meine ganzen alten Sachen gar nicht mehr gefühlt und deswegen musste dringend Neues her. Ich habe zuerst eine neue Visitenkarte gemacht, die ist sehr hübsch geworden, finde ich. Ne? Oder? Die Kamera nickt. Und dann gibt es Postkartenmotive. Und zwar einmal diesen kleinen Gameboy hier. Dann diese Switch. Dann diesen Controller. Was ist das für ein Controller? Das ist ein PS4-Controller. Ja. Beziehungsweise wahrscheinlich PS5 auch, weil ich vermute, die sehen ähnlich aus. Nein? Keine Ahnung. Dann einmal diese Schnecke mit Nimm dir Zeit. Die finde ich am besten von allen. Ja? Und dann noch diese Biene hier mit Bienenliebe. Die finde ich am besten. Mhm. Genau, und die und auch meine anderen alten Sachen gibt es am Stand auf der Comic-Con Dortmund, 3. und 4. Dezember. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich den einen oder anderen vielleicht von euch dort sehe. Dann können wir ein bisschen schnacken. Sprecht mich auf jeden Fall an, wenn ihr mich von YouTube kennt. Dann freue ich mich sehr. Und ansonsten... schreibt gerne mal in die Kommentare für alle, die vielleicht weiter weg wohnen oder auch nicht zur Comic-Con gehen. Ich meine, das interessiert ja vielleicht auch nicht alle. Ob ihr allgemein Interesse habt, dass ich diese Postkarten auch auf meiner Webseite in meinen Shop stelle. Denn dann mache ich das sehr gerne. Dann könnt ihr die nämlich auch von überall, wo ihr wohnt, bestellen. Und habt ihr sozusagen so zu Hause, wenn ihr die nicht in live mitnehmen könnt. Dann mache ich das nämlich sehr gerne. Und bin mal gespannt, wie es dort wird, ob ich viele treffe, die ich kenne. Und wie allgemein so meine neuen Motive ankommen. Ne? Yes. Für alle, die meinem Art-Channel auf Instagram noch nicht folgen, macht das sehr gerne, denn dort poste ich meine ganzen Zeichnungen rund um Natur und Nerd-Stuff etc. Der Link dazu ist natürlich in der Infobox, aber ich schreibe euch den hier unten nochmal ins Bild. Und jetzt werde ich das wegpacken und dann mich anziehen, ne? Oder? Ja, genau. Okay. So, wir sind jetzt im Auto und Sascha hat kein Navi angemacht. Das heißt, er weiß, wo es ist, aber wir waren da noch nie. Also vielleicht ein Restaurant. Nobody knows. Ich habe auf jeden Fall Hunger, deswegen wäre das schon cool. Sag doch was! Nein, warum sollte ich? Hm. Naja, wir lassen uns überraschen. Wie lange fahren wir? So funktionieren nicht Überraschungen, Schatz. Wie lange fahren wir? Sag ich nicht. Hm. Okay, ich muss mich gedulden. Ja. So, 10 Minuten später sind wir im Rewe-Parkhaus. Wir gehen einkaufen. Haben uns schick gemacht zum Einkaufen. Yay! Okay, ich habe immer noch keinen Plan. We will see. Aber sind wir da gemeinsam essen?
Spanisch. Spanisch im Moment. Heißt dann Jauras. Ich hatte gerade nur deinen Bart drauf. Okay, also wir gehen zu Eltaro. Coolie. Ich freue mich, ich habe schon voll lange kein Spanisch mehr gegessen. Ich auch nicht. Geil. Ich habe aber nicht reserviert, also das ist jetzt. Aber die haben ab jetzt geöffnet, 17.30 Uhr und wir haben. 17.30 Uhr. Ja, also jetzt. Ja. Auf geht's. Ja. Danke, Mittags. Bitte schön. So, ihr Lieben, ich hoffe, man kann uns so ein bisschen erkennen. Wir sind jetzt aus dem Restaurant raus. Es war unglaublich lecker. Wir haben noch über die Hälfte mitgenommen, weil es einfach natürlich viel zu viel war. Ist ja aber gar nicht schlimm, denn meistens bestellt man ja zu viel oder über, wie heißt das? Die Augen sind größer als der Mund. Der Bauch? I don't know. Ist ja egal, das war auf jeden Fall super lecker. Und jetzt sind wir auf dem Heimweg. Heute Abend passiert auf jeden Fall nicht mehr so viel. Ich lege mich, glaube ich, gleich ins Bett und werde was lesen. Was machst du noch? Zocken! Okay, keine Ahnung. Sascha zockt. Weiß ich auch nicht. Vielleicht arbeitest du auch noch ein bisschen, nee, wenn du fleißig. Nichts. Nein? Okay. Ich habe meinen Pensum für heute erreicht. Okay. Demnach, ja, wünschen wir euch jetzt erstmal einen schönen Tag. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr noch Bock habt, dass ich nochmal einen November-Rundgang mache im Garten. Ich will euch unbedingt noch unsere Bäume zeigen, die wir zur Hochzeit bekommen haben und die schon eingepflanzt sind, also die uns eingepflanzt wurden. Und genau, schreibt es gerne mal rein, dann zeige ich euch das nämlich noch vor dem Winter. Und ja, schreibt auch gerne allgemein eure Videowünsche in die Kommentare. Ich muss nämlich ehrlich gestehen, jetzt so nach der Hochzeit und nachdem ich jetzt krank war und den Job gewechselt habe, bin ich unglaublich krass ideenlos im Moment. Also ich habe so 2-3 Sachen noch auf meiner Videoliste, aber ja, I don't know. Es ist irgendwie gerade schwierig und ich, ja, tue mich so ein bisschen schwierig mit neuen Themen. Demnach schreibt mir gerne mal, worauf ihr Bock habt, was ihr so sehen wollt. Und ja, dann setze ich das gerne für euch um. So, jetzt habe ich genug gelabert und werde mich verabschieden im Halbdunkeln hier. Ich hoffe sehr, das Video hat euch wie immer gefallen, auch wenn es nur ein kurzer Vlog war, wieder diesmal. Aber ich versuche trotzdem, mich immer zwischendurch mal zu melden, auch wenn es aktuell nicht ganz so häufig ist wie sonst. Aber das wird sich hoffentlich in der nächsten Zeit wieder ändern, wenn ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt ist. Und ja, dann war es so an Infos. Wie gesagt, gerne Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ey, jetzt bin ich rausgekommen. Oh Mann, oh. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wer es noch nicht gemacht hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi. Ciao.